Dankeschön. Bitteschön. Haben Sie eine Kostprobe davon? Nein, nein. Nicht? Nein, danke. Können Sie lieber das Ganze schauen, da haben Sie recht. In 5 Sekunden hat er es weggeschmissen. Jetzt sind wir miteinander. Halbidiot Pre-Tour Tag Nummer 2 nach dem unglaublichen Erfolg gestern in Bern auf dem Bundesplatz, wo die Polizei hat mich absperren, weil so viele Menschen meine Comedy haben wollen sehen. Sind wir heute in der wunderbaren Innerschweiz. Mal schauen, ob wir hier auch wieder 2, 3 Comedy-begeisterte Menschen finden. Wenn Sie eine Kostprobe? Keine Kostprobe, ist gut. Sie müssen sich vorstellen, das ist natürlich jetzt Theater und das Bühne, Sie sind im Publikum. Die Leute toben schon, sie können nicht mehr. Ja. Vor lauter Vorfreude, dass ich endlich komme. Sie skandieren, Joel, Joel, Joel. Ich lasse sie extra noch so etwa eine halbe Stunde warten oder so, bis wirklich der Schweiß von der Decke tropft. Und dann irgendwann komme ich. Dankeschön vielmals, jawohl, vielen herzlichen Dank. Schön, darf ich mal in Küssnacht am Rigi spielen. Grossartig, es ist ja Küssnacht mit 2 S und nicht mit einem. Viele Menschen verwechseln das. Wie ist das so? Gut. Gut, also, das ist, dann nehme ich das als Start, das finde ich gut. Meine Freundin und ihre Mutter haben seit kurzem das gleiche Parfum. Das verwirrt mich völlig. Jetzt finde ich auf einmal meine Freundin scharf. Dankeschön vielmals. Sehr gut. Sehr gut. War das etwas, was ich würde finden? Ja, das ist gut. Ja. Wo fahren Sie jetzt noch hin? Wo? Wir sind noch nicht weit. 15 Kilometer gefahren sozusagen. Wie viel? 15. 15? Ja, wir sind noch nicht weit. Das Wichtigste ist Essen. Gucken, eben, Sie, essen. Sind, Sie sind so Blauschwellerfahrer. Zweimal 3000 Franken für das ganze Equipment ausgeben. Aber, aber eigentlich geht es nur ums Twitter-Gassen. So sieht es aus. Da könnte ich es mir auch vorstellen, mal eine Velotür zu machen. So direkt hätte es noch keiner gesagt. Ist weg, ist später.